Zum Ozean kommen wir am schnellsten durch das Westtor. Und damit... Ja, bitches! Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part My Joask Mask hier mit dem guten FreakZooLP. Jawohl, der und mit Saschas kleiner Welt. Genau, meiner kleinen Welt ist auch dabei, der hier direkt neben mir sitzt. Ich bin jetzt gerade wieder am Drücker. Ja, Sascha spielt gerade. Genau. Und wir haben jetzt die letzten Folgen, haben wir die zwei Tempel geschafft, ne? Richtig. Und jetzt schön, waren wir schön beim Reishaus was essen. Ja, richtig. Jetzt sind wir voll. War wirklich geil. Ja. Gechillt. Aber jetzt geht's wieder an die Arbeit hier. Let's play. Ja, jetzt geht's wieder los. Eigentlich können wir uns beide jetzt echt schlafen legen. Ja, aber wir leider sind beide ein bisschen geschafft. Ich habe hier jetzt extra schon Energy Drink. Leider drückt nicht nur im Spiel die Zeit, sondern auch im Real Life. Ja. Da der Gute mich schon verlassen will, haben wir leider nicht mehr so viel Zeit. Und müssen das Projekt dann trotzdem ein Stück weit zu Ende führen. Ja, wir wollen das auf jeden Fall durchspielen. Ja. Kostet es, was es wolle. Genau. Deswegen haben wir uns ein bisschen Energy geholt und versuchen jetzt ein wenig mehr Druck auf uns auszuüben, um alles ein bisschen schneller zu machen. Also verzeiht uns, wenn wir so in ein paar Folgen nur noch so ein bisschen sabbeln und total... Richtig, genau. ...total müde sind oder total perplex oder was auch immer. Aber trotzdem müsst ihr immer dran denken, wir tun es in... HD. In HD. Wir tun es immer noch in HD. Alles in HD. Genau. Das ist das Wichtigste. 8 Uhr morgens hat das Ding offen. Ich bin gerade im Überlegen. So, jetzt kommt eine recht schwierige Storyline und zwar kommt jetzt das mit der Farm. Wir brauchen jetzt nämlich Epona. Oh, Pferdchen. Juhu. Für das nächste. Deswegen muss ich überlegen. Kann auch schnell googeln. Wie war das nochmal? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich hab's wahrscheinlich gleich. Okay. Aber mach trotzdem mal, ne? Ja, ja. Mach mal. Da war's nicht. So. Ah, der Babo weiß, wie es geht. Der Babo weiß, wie es geht. Weißt du, wie es geht? Ich weiß, wie es geht, ja. Okay. Ist nicht schwierig. Ich habe gerade nur überlegen müssen, wo wir die denn herbekommen. Ich weiß es jetzt. Natürlich. Wo musst du denn jetzt überhaupt hin? In welches Gebiet? Also ich müsste jetzt in die Milchstraße, so heißt das hier, wenn mich nicht alles täuscht. Aber davor brauche ich etwas. Und das wäre schön, wenn wir das im letzten Part schon gemacht hätten, wo der Schnee schon wieder nicht mehr gefroren war. Aber ist egal, wir kriegen das auch so hin. Was brauchst du denn jetzt von da noch? Ich brauche eine Fassbombe, weil die Farm wird von einem riesigen Fels blockiert. Okay. Den ich nur mit so einer riesigen Fassbombe wegbekomme, sozusagen. Ja. Und die Fassbombe, die brauche ich jetzt. Okay. Musst du dann jetzt den Endgegner nochmal besiegen? Nein. Das wäre ja schrecklich. Ich habe jetzt den Feuerpfeil und kann so Dinge, die vereist sind, kriege ich jetzt ohne Probleme weg. Okay. Und selbst wenn ich den Endgegner nochmal besiegen müsste, am Anfang vom Tempel, ist jetzt so ein Warp-Portal, wo mich direkt zum Endgegner führt. Okay. Selbst das wäre nicht das Problem, aber nee, müssen wir nicht machen. Gott sei Dank nicht. So. Haut sich hier erstmal durch. Wir brauchen jetzt auch keine Bomben mehr, so ein Stück weit. Weißt du, was wir das letzte Mal auch nicht gemacht haben? Unsere restlichen Rubine abgegeben. Ja, das sollten wir eigentlich machen jedes Mal. Ja, ja. Falls wir es mal brauchen, weil... Das wird bestimmt noch kommen, dass eine Maske kostet mal so 200. Glaube ich, ein Stück weit. Und, Das ist immer gut, wenn man was auf der hohen Kante hat. So sieht es nämlich aus. Wie im Real Life. Wie in Real Life. Wie in Real Life. So. Ich hab gedacht, wir machen das ja schon ein paar Folgen so. Das geht jetzt schon los. So. Nee, jetzt bin ich eigentlich wieder fit.
Ja, du? Bei mir geht's auch. Ja? Einigermaßen, ja. Ohne, dass ich jetzt irgendwie Energy getrunken habe, aber ich fühle mich jetzt eigentlich relativ fit. Ja, bei mir geht's gleich eh los. Ich werde eh gleich wieder hibbelig, sobald ich Energy Drink, trinke. Energy Drink? Energy Drink, oh my goodness. How he energy drink. Oh my goodness, what the fuck? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Energie verballert. Ich brauche nämlich gleich noch was. Und zwar brauche ich das... Lass mich mal gucken. Ich glaube, ich brauche das hier. Na super. Okay. Auf die Hoffnung, dass wir jetzt genug Energie haben. Und? Haben wir. Das war aber knapp. So, jetzt müssen wir da rein. Und zwar nicht als Link, sondern als Gorone. Mit dem Goronen. Tack. Da ist er. Der Gute. Ah, der verkauft Pulverfässer. Mhm. Ach, war da nicht sogar was? Ah ja, ja, ich erinnere mich. Später kommt ja noch was richtig Abgefahrenes. Bevor ich dich nicht einer Prüfung unterzogen habe, darf ich keins übergeben. Ja, ja, ich will es versuchen. So. Oh. Jetzt. Muss ich beeilen, oder ja. Wie? Oh. Genau, ja, ja, okay, alles klar. Je schneller das tickt... Wow. War da vorher auch schon so ein Totenkopf drauf? Ja. Okay. Aber nicht so einer. Ja? Der sieht es jetzt halt in HD. HD! Richtig, genau. Ah, fuck. Ja, ja, ja. Ist gut jetzt. Ich muss mich da echt beeilen, weil die Zeit ist hier mega knapp bemessen. Ich weiß nicht, was die sich da gedacht haben. Bei der Aufgabe. Naja, nimm einfach mal eine Atombombe auf deinem Kopf sozusagen und ja, ja. Lauf durch die Stadt. So. So in der Art. Ich habe am Anfang immer gedacht, wo ich das erste Mal durchgespielt habe, dass ich mit dem Pulverfass das sprengen muss, wo an der Ranch hängt. Und das ist ja ewig weit von hier weg, ne? Mhm. Und das ist klar nie geschafft, kannst ja gar nicht. Ja, ja. Und bin fast schon Zweifel an der Aufgabe. Da ja, siehst du schon, die Lunte wird ja, immer kleiner. Die Lunte wird ja schon, das kann ja gar nicht gehen. Aber sogar das Feuer von der Lunte hat sich verändert. Ja. Da kommt jetzt auch so Rauchwölkchen raus. So comicartige. Warum war das jetzt? Das verstehe ich nicht. Damit hatte ich leider nichts zu tun. Jetzt fehlt noch so ein Trollface, Alter. Damit hatte ich echt nichts zu tun. Ich habe keinen Knopf gedrückt. Ich weiß nicht, warum der das fallen lassen hat. Es sah gerade so aus, als hättest du einfach einen Knopf gedrückt, dass du es loslässt. Genau, aber es war nicht so. Ich habe keinen Knopf gedrückt. Hm. Alles ausreden. Ja, ich glaube es nämlich auch. Ist egal, da unten ist noch offen. So. Okay, wir probieren das jetzt gleich nochmal. Kannst du dich an den eigentlich noch erinnern? Ja, ja, an den erinnere ich mich noch. Okay. Also auch auf Ocarina of Time? Ja, gab es auch so einen. Mhm. Das weiß ich. Ja. So. Und auf ein neues. Auf ein neues. Mach bloß das Fass diesmal nicht kaputt. Guck mal, ich kann es sogar werfen und es geht nicht kaputt. Warum ist das gerade eben kaputt gegangen? Naja, wenn da so ein Wolf volle Karacho dranhaut, dann kann es schon sein, dass es kaputt geht. Ich weiß nicht, ob es an dem Wolf lag. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt auch, Entschuldigung, ich nehme jetzt auch meine zweite Hand weg, sodass ich wirklich stell ich nicht so keinen an. Knopf drücken kann. Ich glaub dir schon. Aber mir brauchst du da nichts zu beweisen. Ich weiß nur nicht, woran das letzte gerade lag. An dem Gegner, garantiert. Aber das Viech hat mich vorher auch berührt. Das hat auch keinen gestört. Ach, keine Ahnung. Ist ja egal. Wir haben jetzt ein zweites. Und selbst jetzt wird die Zeit relativ knapp. Ach so. Hm. Ja, ich seh's. Die Gegner können dich schon angreifen. Und es macht dir nichts. Ja. Mal gucken, ob es jetzt dasselbe Prinzip ist. Ich hoffe nicht. Versuch ganz gerade da in den Dings reinzukommen. Vielleicht bist du da an diesen Noppen hängen geblieben oder das so. Das kann sein, dass er hochklettern wollte. Ja, genau. Das kann sein. Irgendwas komisches hier. Okay. Oh, die Lunte wird aber echt immer kleiner. Pass bloß auf.
Schön, dass da so eine Uhr noch mit eingebaut ist. Wo? Ja, in dem Fass drin. Das muss ja irgendwas ticken. Ja, ne? Ist noch eine Zeitschaltuhr mit eingebaut. Gut. So, das war's schon. Man muss jetzt, man könnte warten, aber wir sind faul und benutzen einfach einen Pfeil. Das reicht nämlich auch. So, wir dürften auch weit genug wegstehen. Hoffen wir mal. Oh ja, ging so. Sah ein bisschen böse aus. Hat aber noch gut gereicht. Ja, warum machst du das jetzt auf und gehst dann woanders hin? Weil ich nur das aufmachen musste, um zu dem zu beweisen, dass ich so mit so Pulverfässern umgehen kann. Ja, aber was ist da drin? Die Rennstrecke von den Goronen, die funktioniert aber im Winter nicht. Also, okay, okay. Also ich müsste jetzt da Sommer machen, ja, sozusagen. Ja, verstehe. Damals hast du auch gesagt, Sommer wäre besser gewesen. Genau. Mhm. So ergibt alles wieder einen Sinn. Muss. Und jetzt schenkt er uns, glaub, eins. Und wenn nicht, dann kostet es ein bisschen was. Ich weiß nur nicht, wie viel. Kann sein, dass wir in die Stadt kurz fliegen müssen, um das wieder reinzuholen. Keine Ahnung. So, jetzt. Sieht so aus, als wärst du erfolgreich gewesen. Jetzt, da ich den Geschicklichkeit kenne, habe ich kein Problem mehr mit dir, Pulverfässer zu überlassen. Es war nicht richtig von mir, so einen gefährlichen Test zu unterziehen. Bitte nimm meine aufrichtige Entschuldigung an. Oh, ein Pulverfass. Eine gute Entschuldigung. Ja, kann man lassen. Kann man echt lassen. Pulverfässer sind hochexplosiv, daher kannst du sie als nur eins mit dir führen. Genau. Wahrscheinlich musst du bezahlen, sobald du neue willst. Das kann sein, ja. Ja, das kann sein. Das erste schenkt er dir so als Entschuldigung so ein bisschen. Ja. So, und jetzt, um Zeit zu sparen. Eigentlich, aber wieso als Entschuldigung? Weil er nicht an dich geglaubt hat, oder? Nee, weil es so ein gefährlicher Test war. Ach so. Ach, ist doch nicht gefährlich. So nee, um Gottes Willen. Also, wenn das über der Rübe explodiert, ey. Geht doch. Ich weiß nicht, ob was da passiert, ey. So. Ich möchte gern hierhin. Yes. Das Lied der Schwingen. Die Federn fliegen durch die Gegend. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir da hinten hin. Oh ja, da kannst du nochmal eine Eule hauen. Auf die Eule hauen? Auf die Kacke hauen. Sozusagen. So, erstmal das hier. Alter, an das Gesicht von Link muss ich mich immer noch gewöhnen. Brauchst du nicht mehr lange, jetzt sind wir ja bald fertig. Ja, ist echt so. Gibt's leider nicht mehr so viel zu gewöhnen. So, und jetzt lösen wir mal den guten Herrn da hinten ab. So. Wie er instant wegrennt. Ja. Oh. Ja, eigentlich wollte ich noch wegrennen, aber ist egal. So viel zieht das nicht ab. So, jetzt muss ich mich beeilen, sonst wird es Nacht, bevor ich zu der hin kann. Los geht's. Ich hab grad noch was getrunken. Mein Energy. Energy! Energy! Und wir sind bei der Romani Ranch. Da ist sie, die gute Romani. So, jetzt bevor es dunkel wird, wir haben noch 2 Stunden. Ne, die heißt Marlon, glaube ich. Ja, die heißt Marlon. Der Vater heißt Talon. Mhm. Oder so. Und zusammen ist es die Familie Romani. Sieh doch! Ist das nicht dein Pferd? Kommt ein bisschen blöd. Und dabei als Corona, ja, es kommt ein bisschen saudumm. Okay. Macht einen blöden Eindruck irgendwie. Gucken wir mal, was die so zu uns zu sagen hat. Ey, yo, wer bist du?
Ich bin Romani. Ich trage denselben Namen wie diese Ranch. Und wie heißt du? Link. Was ein Drecksname, du Arsch. Wie wär's mit Grasbitch, Alter? Ich würde dich gerne so nennen, Alter. Du trägst grüne Kleider und so und nippelst ständig rum. Daher ist Grashüpfer voll dick, ey. Lass mal machen, ey. Ich war gerade hier beim Rumüben und heute Nacht, ey, da gehe ich steil. Sie kommen wieder, ey. Die Bitches. Geht dann richtig ab. Fancy Party. Fancy Party. Sie kommen nachts jedes Jahr, wenn der Karneval näher rückt. Siehst du, fancy Party machen die. Sie kommen mit so krassen Leuchtdingern. Ist voll hart. Die Kuh. Und dann klauen sie die Kühe. Boah, ist der süß, Alter. Meine Bitch will mir nicht glauben. Ich muss aber die Kühe beschützen und so. Ey, Grasbitch. Ich bin gerade auf der Suche nach einem... nach einer Nutte. Okay. Willst du meine Nutte sein? Nee, drück mal weiter. Entschuldigung. Du hast doch einen... Okay, ich übertreib's jetzt nicht. Doch, mach weiter, komm. Du hast doch einen Bogen. Willst du es nicht versuchen? Das nenne ich Kampfgeist, Grashüpfer. Also, lass mich dir deine Strategie erklären. Wieso tust du jetzt, während er die Stimme wechselt, Alter? Also wieder auf den Ghetto-Slang, bitte. Los geht's. Sie erscheint überall hier im Ghetto. Da bewegen sie sich langsam hier auf meine Hut zu. Und da musst du sie mit den Pfeilen treffen. Hast du kapiert, yo? Dann darfst du... Du darfst dich auch hier nicht so weit entfernen, sonst geht alles schief. Komm, Gras, Bitch. Lass uns ein bisschen üben. Hier auf dem Gelände sind dicke Titten, die können wir abchecken. Du hast aber nur 2 Minuten Zeit. Mein Rekord liegt bei 1 Stunde oder so. So, 10 Titten müssen wir jetzt finden. Ja. Danke für die akkurate, vorgelesene... Darbietung. Darbietung. Und Sascha, der Schießbudenmeister, kriegt wieder hier direkt. Schade. Ein bisschen näher hin. Ah, knapp. Alter, das gibt's doch nicht. Scheitere ich an dem einen. Eine Minute war ihr Bitch-Rekord, gell? Ja. Musst du schon brechen? Das gibt's doch nicht. Ja, das ist jetzt schwach. Das ist echt schwach, Alter. Die ganze Zeit skill ich so rum und jetzt? Ja, also der Rekord, den hast du schon mal nicht. Mhm. Die fragt mich wahrscheinlich auch gleich, ob ich's nochmal machen will. Ich will mal dann mal. Mhm. Was das? Ah, immer noch welche. 3 Stück noch. Sehr geil. Wo ist denn der letzte? Wie lange habe ich jetzt gebraucht? 1,30 oder so. Oder 1,20. 1,33. Das ist nicht übel, Bitch. Ihr seid ein geiles Team, yo. Oh, die sieht aber dieser, auch. Diese Schminke. Alter. Ich bring dir das Lied des der geilen Pferde bei, yo. Der geil. Ich hoffe, wenn ihr euch weiter so versteht und so, dann bleibt noch etwas Zeit zum Üben, yo. Hier ist das geile Lied. Ich trelle es dir vor.
Gott, sieht die creepy aus. Du hast Eponas Lied gespielt. Sowas nennt man Recycling vom letzten Teil. Mhm. Das war nicht schlecht. Was hat die für Füße? Schau dir mal die Schuhe an. Schuhgröße 64, Alter. Das ist Eponas Lied. Ein Lied zweier Seelen, deren Vertrauen ihre Bande sind. Ihre Hut, yo. Yo. Triffst du die Titten, dann zerplatzen sie einfach und sind fort. Aber die echten Gegner kommen immer wieder. Wenn du sie in der Scheune, wenn sie in die Scheune gelangen, hast du verloren. Das ist nämlich meine Hut. Da dürfen die nicht rein. Beim ersten Sonnenstrahl machen sie sich aus dem Staub. Das sind eher so die Nachtmenschen, yo. Wir müssen also bis morgen gegen sie kämpfen. Hast du es kapiert, Digga? Unser Einsatz beginnt heute Nacht um 2. Ich werde dann auf dich warten. Und komm nicht zu spät. Sonst schieße ich dir eine Kugel in den Kopf, Alter.